Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem wunderschönen neuen Völkchen von Wizards of Legend. Ne, Wizard ist es immer noch. Das ist die Einzahl, nicht die Mehrzahl. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen so meinen Spaß dran gefunden, diese Roguelikes und sowas zu zocken. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Dead Cells-Fan und spiele auch gerne Binding of Isaac und sowas. Und ich muss wirklich sagen, dass Wizards of Legends einige extrem interessante Ansätze hat, wo ich einfach sagen muss, hey, das macht mir überaus viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber tatsächlich, der Sound ist noch ein bisschen zu extrem für euch, deswegen muss ich den mal ganz kurz ein bisschen leiser stellen. Für meine Ohren ist er gerade eigentlich ganz okay. Holy shit, Alter, ich habe das Spiel ja schon richtig runtergedreht. Ja gut, dann müssen wir das Ganze kurz im Lautstärke-Mixer noch ein bisschen optimieren, denn das Ganze steht noch auf 20. Dass das hier nicht so laut ist für euch, obwohl das ist immer noch sehr, sehr laut, gell? Ja, es geht schon, Leute, es geht schon. Gut, also, was werden wir heute machen? Wir werden heute versuchen, einen kompletten Run bis zum letzten Boss zu machen und dort, wenn möglich, den letzten Boss zu besiegen, denn ich habe es inzwischen einmal geschafft, das Ganze zu machen und als Beweis kann ich euch hier auch ganz kurz das zeigen, woran man sieht, dass man es einmal geschafft hat. Und zwar im Compendium habe ich jetzt eine Chaos-Magie und die wäre, dass ich Chaos-Knights beschwöre, die dann die Gegner in meiner Nähe verkloppen. Relativ interessantes Ding, muss ich sagen. Es gibt auch inzwischen, also was heißt inzwischen, es gab zwei große Updates, wo ich wirklich sagen muss, holy shit, Alter, die waren echt gigantisch groß. Okay, hier oben ist schon mal der Shop. Warte mal, habe ich das Portal aktiviert? Ne, ich habe es nicht aktiviert, gell? Jetzt habe ich es aktiviert. Die halt wirklich gigantisch groß waren, meiner Meinung nach. Und das freut mich tatsächlich immer, wenn solche Spiele Upgrades kriegen oder besser gesagt verbessert werden, meiner Meinung nach. Denn diese zwei Bosse, also wir hatten ja bisher zwei Feuer-Magics brauche ich dafür. Oh je. Oh Gott, hey. Das ist halt kein guter Anfang, Leute. Es ist noch relativ früh am Morgen, ich bin erst vor kurzem aufgestanden, das heißt, erwartet man noch nicht zu viel von mir, ich werde trotzdem mein Bestes geben. Wir bräuchten noch eine Feuer-Arcana, um da irgendwas zu machen. Ich meine, ich glaube, das hier, würde das zählen, wenn ich mit meinem Dash da durchrenne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Lass mich mal ganz kurz gucken. Oh Leute, es reicht sogar für zwei, nice. Das heißt also, was kriegen wir hier? Wir haben hier gekriegt, Gott, wie geht das nochmal auf hier? Adds a chance to fire off a pair of dragon arcs when you're using your basic arcana. Oh, das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Ich benutze hier tatsächlich eine ganz bestimmte Combo an Attacks plus einen Mantel, der mir zusätzlich Crit-Chance gibt. Und dann noch ein Item, ein Start-Item, das sagt, immer wenn ich einen Crit treffe, bekomme ich Leben dazu. Das ist eine relativ coole Synergie, muss ich einfach sagen, dass man sich ein bisschen stabiler fühlt, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt so ein Flammending hier gerade. Das bringt einem deutlich mehr Stabilität, weil ihr euch halt konstant heilt. Also ich hatte in meinem ersten Run, wo ich den gespielt habe, war das wirklich so gut, dass ich den kompletten Run, glaube ich, ohne Damage geschafft habe. Also ich bin dann auch schlussendlich zum Boss gegangen und hatte den geplättet, ohne irgendwie Damage zu bekommen. Naja, aber ich glaube, ich habe schon Damage gekriegt, aber durch meine ganzen Crits, dann durch die ganzen Crit-Booster, die ich da noch mit dabei hatte, war ich da wirklich auf mein 550 Leben, weil ich da noch dieses zusätzliche Item hatte von wegen, hey, immer wenn du hast 50 Leben mehr oder sowas. Das war auf jeden Fall eine relativ coole Sache. Und ich muss mir merken, dass ich ja auch dieses Eisschild habe. Das heißt, dass immer wenn die Gegner was casten, sollte ich eigentlich relativ zeitnah mein Eisschild casten. Aber das vergesse ich halt immer. Es ist immer noch so ein bisschen, befremdlich, muss ich schon sagen, dass das jetzt hier so alles läuft. Da haben wir direkt den Stun drauf gekriegt. Jetzt hauen wir richtig viel Damage raus. 41er Hit-Kombo. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Schwert-Dude ist eigentlich so mit mein Liebster als Gegner, weil er halt eigentlich relativ einfach zu besiegen ist. Auch wenn wir jetzt hier viel Damage genommen haben, kriegen wir ja gleich hier durch die Kiste wieder ein bisschen mehr dazu und gucken dann gleich auch mal, was denn der Shop so zu bieten hat. Heiltränke oder so nehmen wir jetzt gar nicht mit, wir haben automatische Heiltränke dabei. Increase all damage dealt when full health. Increase resistance to lightning based damage. This relic reduces cooldown, but also reduces signature charge. Und summon a spirit that slows enemies. Nope, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich haben möchte. Wir gucken jetzt mal noch nach dem roten Shop. Hier ist der Arcana Buffer. Ich glaube tatsächlich, das hier nehme ich auf jeden Fall mal mit.
Und, oh, wow, 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 das war natürlich sehr stark, da einfach reinzurennen. Jetzt habt ihr gerade schon gesehen, wie das Ganze funktioniert hat. Ich habe gerade sehr, sehr viel Leben durch meine ganzen Crits bekommen. Wir müssen halt jetzt wirklich gucken, dass wir ein bisschen auf stabilere Crits kommen. Es gibt da verschiedene Items dafür, die wir kriegen müssen. Und das war davor, das ist der richtige Weg. Dass wir erstens mal die bekommen. Und zweitens mal wäre es super wichtig, dass wir hier unten im Red Shop, ich weiß gar nicht, wie der Ganze heißt hier, in diesem Curse Relic Shop. Okay, wir haben den gar nicht. Der will von mir Arcana haben, das ist uncool, deswegen gehen wir weiter. Ja, Speedrun-mäßig bin ich da noch nicht so gut dabei, aber ich würde mal behaupten, dass ich inzwischen, dadurch, dass ich mir ein bisschen mehr das Spiel angeguckt habe und mich auch ein bisschen hier eingefuchst habe, viel, viel, viel mehr Ahnung von diesem Spiel habe als vorher. Und ich finde, das ist eine relativ gute Sache, weil das macht das Spiel erstens mal deutlich einfacher, zweitens mal macht es tausendmal mehr Spaß. Und das ist halt wirklich so eine... Oh Gott, da hätte ich nicht direkt chargen sollen. Das ist halt so eine Sache, die ich halt überaus geil finde, wenn du wirklich sagen kannst, hey, dieses Spiel ist einfach so bombastisch, so tiefgründig in Anführungszeichen, weil du halt Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende hast, du hast übelst viele Heilungen durch deine Sachen, du hast geile Kombos, die du die ganze Zeit setzen kannst, du kannst gut dodgen oder so, oh, wow, so wie zum Thema gut dodgen, Alter, könnt ihr mich mal hier alle in Ruhe lassen, bitte. Das ist halt einfach so ein komplett rundes Konzept, das mir halt vorher leider nicht so gut aufgefallen ist, weil ich halt echt nicht so gut war in dem Spiel. Signature Charge, Summon a Shield, Taking Damage increases your max health up to a certain limit. Das könnten wir tatsächlich nehmen, weil wir uns ja immer wieder heilen. Ich glaube tatsächlich, das werde ich auch erstmal... Oh, ich habe nicht genug Münzen. Das werde ich aber dann nachher mitnehmen. Wir haben am Anfang ein bisschen Damage nehmen können und dann schlussendlich gehen wir halt einfach übelst sick ab und so und machen Dinge und das wäre dann relativ cool. So, du machst noch einen Abgang. Wir sind jetzt bei 51 und tatsächlich gehe ich jetzt erstmal zurück, weil ich glaube tatsächlich, wenn wir diesen Damage immer wieder nehmen, können wir uns da auf mehr als 550 hochbuffen. Aber wir müssen halt ab und an Damage nehmen, was für mich kein Problem ist, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die Kombo ist halt einfach so insane. Wir rennen da halt einfach rein, aktivieren unsere zwei Spells, unsere Y und B. Liegt daran, weil ich mit einem Controller spiele. Und rushen halt die Gegner einfach damit weg. Das ist echt ziemlich nice. Und wir nehmen jetzt hier auch gerade keinen Damage, kritten aber dafür ordentlich. Und sind damit, haben uns jetzt gerade um 20 Leben geheilt, gerade nur durch diesen einen Kampf. Und das ist halt so diese ultimative Kombo, die du halt einfach ziehen kannst in jedem einzelnen Kampf. Hier haben wir den Port zu dem grünen Ding, aber wir sind leider in die falsche Richtung gegangen. Okay, ich weiß schon, dass wir hier rüber müssen, weil das so diese Standard-Ding ist tatsächlich. So, einer weniger. Ah, schade, habe ich ihn nicht mehr verfeuert. Ach, hier ist schon wieder nicht so ein Curse-Ding. Das sind eigentlich so fast mir eigentlich die liebsten Dudes, die Curses verkaufen, weil diese Curses sind meistens so extrem stark, dass sie es wirklich wert sind, dafür bestimmte Sachen aufzugeben, wie zum Beispiel mehr Kosten im Shop oder sowas, oder alternativ hat man halt dazu dann, was gibt's noch? Mehr Kosten im Shop, weniger Lehm oder sowas in die Richtung. Oh, okay. Okay, wir sind auf 510 gegangen inzwischen. Das funktioniert halt echt. Ah, ich meine, wir müssen ja hier nichts riskieren. Wir müssen es jetzt nicht mit Absicht machen, aber wenn wir ein bisschen mehr Leben dazu kriegen, ist es auf jeden Fall nice. Ich könnte noch auf den... Oh nein, nicht der Rogue. Obwohl der Rogue ist tatsächlich noch eine Sache, die geht, weil der ist jetzt echt nicht so schwierig zu bekämpfen. Der ist ein bisschen... Oh. Alter, der war immer noch gestunt. Wenn der nämlich seinen Stealth macht, dann habt ihr ihn eigentlich schon relativ safe, schon safe tot. Ich glaube tatsächlich, wir könnten ihn einmal platten, aber... Naja. Was haben wir denn hier Schönes? Den Pilz. Der macht adds a chance to poison foes. Gehen wir jetzt weiter oder suchen wir? Wir gehen weiter, Leute. Wir suchen jetzt nicht noch den Arcana Shop. Sollten eigentlich hier ganz gut klarkommen. Erster Bossfight mit fast vollem Leben. Wir sind auf 514, das ist ein bisschen seltsam. Ich
Ich öffne hier in letzter Zeit immer sehr, sehr gerne noch ein bisschen den Weg, weil es ist, ich muss wirklich sagen, es ist so anstrengend, wenn der Boss kommt und dieser Erdboss, dieser Atlas ist sehr, sehr uncool in der Hinsicht von Movement und alles Mögliche, weil er halt wirklich viele ätzende Spells hat. Deswegen möchte ich da ein bisschen drauf achten, dass ich da wirklich nicht gerade so päp drin stehe. Jetzt müssen wir gucken. Oh, da hat er sein Ding schon aktiviert. Okay, der Dash war gut. Leider haben wir unsere Arcana nicht mehr ganz aufgeladen. Okay, er haut wieder seinen Spell raus. Zack, zack, zack. Okay, Bomben, das ist noch das Einfache. Oh, das kann ich tatsächlich noch nicht so gut dodgen. Aber es ist auch dodgeable auf jeden Fall. Und damit haben wir ihn tot. Victory. Nice. Bye-bye. Und wir kriegen ein neues Arcana. Schön. Ich glaube sogar, das ist ein Signature gewesen, gell? Gut, nächstes zu den Elektro-Tanten oder besser gesagt zur Elektro-Tante und dem Donnergott, dem Donnerzauberer. Finde ich ein relativ cooles Theme, muss ich sagen, weil ich finde, Elektro ist sowieso eins der stärksten dieser. Oh, komm, echt jetzt? Er hat sein Ding noch durchgekriegt, sein Lightning-Spell. Sein Lightning-Pfeil war es ja wohl eher. Ist wie gesagt mit eins meiner liebsten Dinger, weil der Boss halt auch so interessant ist. Das ist sind so tatsächlich mal relativ andere Sachen, die du da machen musst, als jetzt bei den typischen Bossen von wegen, ja, du dodgst halt die ganze Zeit weg. Tatsächlich gibt es da einfach auch Situationen, wo du nur stehen bleiben musst. Und das finde ich relativ cool. So, was haben wir hier? Wir hätten kein Upgrade, was uns interessiert. Das heißt also, wir gehen mal weiter. Oh Gott, ich hasse diese dicken Dudes, die sind. Machen mir manchmal ein bisschen Probleme, weil ich den Sachen nicht so gerne ausweichen möchte. Haben wir hier unten noch was? So mehr oder minder haben wir hier unten noch was. Nicht den Shop, den ich gesucht habe, aber vielleicht finden wir den noch. Es ist halt wirklich. Da ist er doch. Es ist halt so schön, einfach diese Kombinationsmöglichkeiten zu haben. Basic Arcanas have an extra combo, Air Damage, Slow. Increase Lightning Damage nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist super nice. Und dann gucken wir einfach mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Geld anzusparen oder alte. Oh wow. Oh wow. Okay, wir sind jetzt auf 35. Das ist schon mal gut. Ah nein, nein. Mein Arcana. What have you done? Okay, das, ja. War jetzt so eine Sache. Den Damage hätte ich nicht nehmen müssen, aber irgendwie hat er halt einen Arcana gedroppt und damit wurde ich automatisch ausgerüstet. Was ein bisschen uncool ist, aber ich meine, hey. Können wir ihn totkritten? Nice. Sind dafür auf 534. Also unsere HP steigt schon ganz schön gut an, muss ich sagen. Nehmen wir mal wieder so ein kleines Damage hier nehmen, dann wieder für 50 heilen gefühlt, wieder ein kleines Damage nehmen auf 38, sind aber bleiben konstant auf über 400 Leben, so fast. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Vielleicht habe ich jetzt hier diesmal einen Red Shop, was mich, oh nein, den kann ich tatsächlich nicht so gut leiden. Der Mage, der ist ein bisschen annoying, weil er so viel spawnt einfach nur. Ich glaube tatsächlich, das war auch, oh Gott, Alter. Aber auch nur, weil er halt insgesamt diese große, Menge an Dudes halt einfach spawnen kann. Er hält halt überhaupt nichts aus. So, jede Menge Arcana. Jetzt schauen wir mal, wo. Quatsch, Arcana. Oh, da unten sind Boots. Und da unten links ist der Ding. Ja, die Boots will ich auf jeden Fall mitnehmen, weil die bringen mir sehr, sehr viel. Hier, zack. Mercury Sandals. Damit laufe ich nämlich deutlich schneller, was ziemlich geil ist. Und hier habe ich endlich den Dude. Critical Hit Chance is increased for you and all enemies. Ugh. Increase the activation speed of Arcana, but slows movement, reduces cooldown. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das mit, das Crimson Clover. Weil plus Crit für mich ist immer geil. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt halt von den Gegnern weggekrittet werden. Ich habe das noch nie getestet mit dem. Ich habe bisher immer nur das Schwert gehabt, glaube ich, das für mich die Shoppreise teurer gemacht hat. Aber trotzdem, holy moly. Okay, das war ein wenig Damage, aber ihr merkt schon, wir haben trotzdem hier deutlich bessere Crits. Wir müssen uns halt jetzt hier konstant erstmal auf die Mages konzentrieren, weil die nämlich. Als ob du so weit schießen kannst. Holy shit. Okay, wir sind auf 300 jetzt runtergegangen.
Ah, die Gegner kann ich nicht leiden. Die sind ein bisschen annoying. Aber ich meine, hey, wir halten sie gerade relativ stabil davon ab und haben uns ganz gut geheilt. Auf wie viel Leben sind wir eigentlich inzwischen? 314/556, wenn wir alles haben. Das war klar, dass hier wieder was spawnt. Ah, das sind die Schrauben. Okay, die sind tatsächlich ein bisschen seltsam. Da weiß ich noch nicht ganz, wie sie funktionieren. Die spawnen irgendwie so ein Feld unter sich. Das explodiert nach einer Zeit. Aber zum Beispiel das, das ich jetzt natürlich übersehen habe. Und macht auch gar nicht so wenig Damage. Also, das Wichtige ist, das wäre tatsächlich ziemlich nice. Das nehme ich auch mal mit. Ich meine, mehr Damage ist mehr Damage, Leute. Bringt es uns was, hier zu bleiben? Ja, wir gehen jetzt hier einfach weiter hoch. Ich bin momentan auch am Überlegen, ob ich mir nicht vielleicht dieses Mal... hör auf, das zu casten. Ach, komm. Ob ich mir dieses Mal vielleicht den Trank hole, weil ich doch schon sagen muss, das ist ein bisschen... Ah, nice, da haben wir noch Leben gekriegt, das ist schön. Aua. Vielleicht brauchen wir den Trank doch nicht. Wir sind jetzt wieder relativ gut hochgekommen. Ich sollte auch mal meine LB testen. Oh, nice. Das ist ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Gut, wir benutzen jetzt das Portal, weil ich glaube tatsächlich, es bringt uns nichts, wenn wir hier oben weiter rumdackeln. Hier unten weiter rumdackeln. Nehmen wir das Portal, kommen wieder bei unserem Start raus, gehen einfach mal in die andere Richtung. Ich finde es eigentlich immer ganz praktisch, tatsächlich so, sich in eine Richtung zu fokussieren. Und wenn man halt das Glück hat, dann alles schon direkt zu bekommen, was man möchte, dann ist das eigentlich optimal. Ja, das war jetzt hier actually ganz okay gelaufen. Wir haben sogar noch Leben dazugekriegt. Ich habe eigentlich gedacht, wir gehen hier voll in die Miesen. Nice, kritten die auch weg, gehen wieder auf stabile, so nicht. Gehen wieder auf stabile, über 400, kritten die noch ein bisschen, kriegen sogar noch zwei Chaos Emeralds und, hier ist der normale Shop. This relic allows you to look quite dashing as you gallop max speed. This relic triples the crit hit chance for all melee arcana, increases earth damage. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß tatsächlich nicht, ob unser Arcana ein Melee-Arcana ist, aber ich möchte es jetzt einfach mal glauben. Ja, es muss schon eigentlich ein Melee-Arcana sein, oder? Bin mir aber echt nicht sicher, weil... Ihr merkt selber, es ist halt eigentlich dieses Fernkampf, oder? Es ist so nähere Kampfrichtung. Ah, wir haben wieder keinen Cursed Shop, oder? Hatten wir schon einen? Nee, hatten wir nicht. Das wüsste ich halt gerne, wie das definiert ist zwischen Nah- und Fernkampf-Arcana. Das wäre, finde ich, super, super interessant. Also, wie gesagt, ich würde behaupten, bin mir aber echt nicht sicher, ob das hier jetzt ein Nah- oder ein Fernkampf-Arcana ist. Oh. Okay, das war ein bisschen schmerzhaft. But never mind, wir töten ihn einfach schnell. Bye-bye. Gut, sind jetzt auf über 500 Leben. Wollten wir uns noch irgendwas kaufen? Lass mich mal ganz schnell gucken. Rocket ist im Sale. Ich meine, es ist ganz praktisch mit diesem Signature Charge Ding. Das finde ich ist eine wirklich coole Sache, aber ja, actually bringt zur Zeit eigentlich gar nicht so viel. Gehen wir hier wirklich mit Full Life rein? Das wäre ziemlich nice. Wir gehen hier echt mit Full Life rein. Nice, Bossfight, Leute. Thunder Twins. Finde ich, wie gesagt, einen super geilen Boss. Natürlich die typischen Dodge-Scenes hat es immer noch drin. Weitere Dodge-Scene. Und okay, Field. Und noch eine. Ja, genau, das ist das, wo man stehen bleiben muss. Okay, und wir gehen wieder weg. Noch eins. Oh, das ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Okay, wir haben hier wohl eine richtig gute Ecke rausgesucht. Weil es immer absolut random ist, wo hier tatsächlich getroffen wird. Und wir werden jetzt hier einfach durchkomboen und ihn töten. Auch wenn wir ein bisschen Damage genommen haben, ist es vollkommen fein. Wir werden jetzt gleich noch geheilt.
Und haben damit die Thunder Twins besiegt. Yay! Und wir sind auf 570 Leben gegangen. Ich frage mich, wie hoch wir tatsächlich hier mit dem Leben gehen können. Aber ich meine, ey, wir sind jetzt in der letzten Stage. Und letzte Stage und sind eigentlich relativ fein, möchte ich behaupten. Full HP, ich glaube, das habe ich schon ewig nicht geschafft. Oh, das ist halt der, oh mein Gott, das ist halt der große, große Nachteil tatsächlich, dass die Gegner auch mich critten können. Ich meine, der Damage ist wirklich, uff. Nicht gerade cool. Oh, der ist zu spät gesprungen. Why? Tell me why. Alter. Also musst du halt wirklich sagen, desto höher man kommt, desto krasser wird es hier halt. Signature Charge stays active to use. Increase gold gain, multiple stacks, adds a chance to freeze foes, increase resistance to lightning-based attack. Die lightning-based attack jucken mich halt. Actually, warte mal, das ist noch ein Gegner. Oh. Den Gegner habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gesehen. Okay. Erstmal töten wir die Archer. Weil die nämlich diese Feuerdinger casten können, welche ich ziemlich krass finde, wenn ich ehrlich bin. Aber das können sie auch erst. Oh nein. Oh, goddammit, wenn der halt einmal dich in seinem Mangel nimmt. Oh mein Gott. Dann ist es halt over, Leute. Nice, richtig viele Crits. Noch ein bisschen Leben rausgekriegt. Und hier haben wir nichts, was wir brauchen können. Danke, but nein, danke. Danke, aber nein, danke. Gehen wir hier nochmal runter. Hier ist der Bossfight. Den aktivieren wir direkt mal. Mal gucken, was es ist. Oh, der Rogue. Oh was, der ist nicht gestunt? Ich dachte, der wäre jetzt gestunt gewesen. Ach, jetzt komm, stimmt doch einfach. Geh mir nicht auf die Nerven. Dankeschön. Sehr schön. Wir gucken noch nach dem Red Shop. Oh Gott. Wie gesagt, Feuer Damage ist ein bisschen uncool. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nichts, was mir den Feuerschaden Decrease bringen würde. Okay, das ist ein bisschen ein uncooler Raum, weil ich einfach so unendlich viele Gegner spawnen. Aber eigentlich sind wir hier richtig gut dabei, Leute. Aktiviere doch deine Arcana. Dein Special, dein Ulti. Das ist fast wieder Full Life. Das ist auch ein uncooler Gegner. Ah, ihr Blobs. Er macht zwar nicht viel Schaden, aber ist halt anstrengend. Ist das der Relikt-Typ? Den wollen wir auch nicht. Was ist eigentlich das hier? Wow, das ist ziemlich nice. Ich habe eigentlich alles jetzt aufgedeckt, gell? Das heißt also, theoretisch können wir hier durchgehen. Können auch mal ganz kurz in den Shop gucken. Wollten wir da irgendwas haben? Mehr Gold. Gold bringt uns halt eigentlich gerade gar nichts. Ich glaube tatsächlich, ich nehme ein bisschen die Chance, zu freezen mit. Und das soll es dann schon gewesen sein, weil ich meine, Freeze ist an sich eine wirklich coole Fähigkeit, wenn man. Lass mal das Mikro weghauen. Wenn man die Gegner halt auch gut trifft und alles. Das ist finde ich, eine sehr gute Kombination mit allem halt irgendwie. Ich habe ja am Anfang, habe ich auch immer sehr, sehr gerne Freeze-Builds gespielt, weil das für mich halt prinzipiell einfacher war. Gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Ah, die Säge geht halt da mal kurz durch den Dude durch. Ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt darauf, wie das jetzt gegen den Endboss klappen wird. Okay, ich hätte mir hier vielleicht die Ulti aufbewahren sollen. Ah, warte mal, ich habe die große Ulti sogar noch übrig. Okay, erstmal zweimal dodgen, bevor man irgendwas anders macht. Oh, wait. Nee. Aha. Du Penner. Und wir kriegen hier nicht mal irgendwas raus. Das ist ein bisschen traurig, aber okay. Ich meine. Nice, da ist der Boss schon mal. Fuck.
Autsch, 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 autsch. Ja, wir töten ihn einfach schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, das größte Problem ist, wenn zu viele Minions auf einmal spawnen. Dann verliere ich manchmal den Überblick und kriege da ein paar Probleme. Aber das... Ich glaube, das haut meine Combo halt eigentlich wieder ganz schön raus, muss ich sagen. Okay, dich töten wir mal durch die Explosion, wenn möglich. Oder auch nicht. Weil die leben immer noch. Wir töten... Oh, ich wollte eigentlich den Mage zuerst töten, aber... Der wollte dann tatsächlich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Da ist das Portal wieder. Wir haben noch gar nichts in diesem Bereich gefunden, was ein bisschen uncool ist, weil... Leave me alone. Das wollt ihr jetzt aber alle wissen, ey. Oh! Ha! Okay. Ja, das war klar. Den schucken wir runter. Den schucken wir runter. Oh, der ist nicht unten. Dang it. Ich dachte, ich habe ihn runtergehauen. Okay, war klar. Oh, da ist die Pinata. Das heißt also, wir könnten hier eine richtig gute Ding bekommen, tatsächlich. Ein richtig gutes Item. Oh, damn it. Bin ich echt noch nicht... Oh, warte mal. Wait. Was habe ich getan? Alles noch cool, ja. Da-da-da-da, X. Ich finde, ehrlich gesagt, meine Schlagdinger ganz cool. Also, ich werde die erstmal behalten, hier mein LB und RB. Ach komm, echt jetzt. Immer erst auf die farbig gestalteten eingehen. Weil die hauen nämlich am meisten Schaden raus. Alter, what the... Jetzt gibt's erst mal mit dem Hammer, Junge. Wenn das halt so in einem kleinen Raum ist, dann ist das richtig schwierig für mich. Okay, haben wir hier Crit. Increases Earth-Based Attacks. Nee, Increased Resistance Air Attacks. Komm, dann nehmen wir das hier mit. Und, actually war's das, gell? Ah, das ist auch jetzt schon 3-2. Das heißt, wir nehmen jetzt den hier noch mit und gehen hier durch und gucken zum Boss. Ja, liebe Leute. Es ist also soweit. Lasst uns zum Feuerboss gehen. Mit Full HP. Ja gut, wir wären auch so mit Full HP wahrscheinlich reingegangen. Feuerboss ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbosse. Der ist relativ cool zu spielen, muss ich sagen, weil sie konstant einfach ihre Attacken auf Nahkampf basierend hat. Außer ihre Ultimate, die ist auf Fernkampf. Aber gut, lasst uns doch einfach mal schauen, was die gute Dame hier macht. Okay, wow, das war schon mal gut. Ja, kickt. Und weg. Sonst kriegen wir nämlich Damage. Und zwar nicht wenig. Okay, das ist auch tatsächlich eine neue Attacke. Und wieder weg. Oh nein, die Ulti kann ich überhaupt nicht leiden bei ihr. Da komme ich niemals raus. Oh, fuck it. Ja, wir warten noch einmal. Victory, nice. You're really on fire, bla 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 bla. Okay, und jetzt können wir zum Endboss gehen. Puh, Aqua Breaker unlocked. Ja, ist egal, wir benutzen eh beides nicht. Okay, der Endboss ist ein relativ interessantes Ding einfach zu spielen, weil ich empfinde ihn als... Was bist du denn hier? Strange Timekeeper. I suppose when you get to the end, you start reminiscing about the being. If you want to go full circle, it's going to take a bit of chaos to get there. Would you like to spend 25 Chaos Gems to go back to the beginning? Ich würde mal behaupten, das bringt mir irgendwas, aber ich will jetzt mit euch erstmal den Boss fertig machen.
Master Zura, congratulations on getting to this point, but no wizard has ever managed to be managed to best me. Doch, ich habe schon mal geschafft. This is the end of the line for you as well. Now let us begin the final challenge. Das ist wirklich ein ziemlich cooler Part, muss ich sagen. Weil es halt hier größtenteils auch darum geht... Oh, stehen bleiben. Größtenteils hier darum geht, ihn halt aus seiner Form hier rauszukriegen. Dann ihm aufs Maul zu hauen. Als ob. Oh Gott. So. Okay, not bad. It seems I have underestimated you. Okay, und jetzt wird's. Jetzt geht erst der richtige Bosskampf los. Nein, ich komm nicht hin. Ah, fuck, ich hab's, glaube ich, verpasst, oder? Ja, ich hab's verpasst. Dang it. Er ultet nämlich an einer bestimmten Stelle und das ist unsere Chance, was gegen ihn zu machen. Und weg. Und zwar schnell. Aber habt ihr gesehen, wie gut wir gekrittet haben? Damit haben wir halt... Unsere Chance auf für Damage. Und weg. Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr gegen den kämpft. Das habe ich direkt in meinem ersten Fight gelernt. Oh, versucht niemals, euch einfrieren zu lassen, weil sonst ist das Spiel vorbei für euch. Kann schon, wir können ihn jetzt... oh Gott, der krittet uns gerade zu Tode. Ja, wir warten einfach noch. Wir gehen hier den safe Weg. Ja, Victory. Ah. Puh, nice. Wizards of Legends ist halt einfach so ein schönes Spiel. Enough with this level of skill and power. Without a doubt, you are worthy of becoming a Wizard of Legend. But enough talk. We must celebrate to mark this occasion. Ist es Occasion oder Occasion? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Leute, das war relativ gut, muss ich sagen. Relativ stabil, auch wenn ich ein bisschen Damage gekriegt habe jetzt hier. Yay! All meine Freunde sind gekommen für dieses wunderschöne Fest. Und wir haben hier den Opa Malin. Mit dem kann man irgendwie interagieren. Genauso auch mit ihr, die da daneben steht. Dann haben wir hier natürlich unsere Truhe. You did great. After all that, I bet you're ready to eat a relic too. Nein. Dann hier unser Händler natürlich. Zeichnerbuch, bla bla bla. Wir müssen jetzt mit denen alle reden. Und hier sind sie alle, unsere ganzen Wizards. Was ich ganz interessant finde, wenn man das Spiel vorher durchgespielt hat, wo es nur 3 Stück gab, dann waren die genauso aufgestellt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt also, man hätte auch draus schließen können, dass hier irgendwie noch was kommen wird. Congratulations on accomplishing what very few have been able to achieve. Es ist halt so lange her einfach, bis ich jetzt gebraucht habe, dieses Spiel wirklich so weit durchzuspielen, dass ich hier auch mal den Master Zura töten konnte. Besiegen. This is the insignia of a legend. It's a mark of distinction awarded to those who have cleared the chaos trials. Take it as a testament to your skill and as a reminder of your accomplishments. Nice. Und jetzt bitte noch ein Shadow-Ding. In addition, you have proven yourself wielding Chaos Arcana. This is a Chaos Arcana and show the world how am I deal with... Ich hoffe einfach nur, es ist der Dash. Ja, es ist der Dash. Gott sei Dank. This insignia is also your key to returning home. Your interaction with the insignia from your time appears to have liked your two worlds. I have prepared some special teleportation altar up to your head. You will be able to use the insignia there to return to your time once you are ready. It was a pleasure to meet someone of your skill and talent. Das Interessante ist an dieser Stelle, und das muss ich halt einfach sagen, das
zeigt es irgendwie, dass, ob du in zwei verschiedenen Zeiten spielst, als ob du dann wieder zurückgehst in deiner Zeit. Was hast du denn noch zu sagen? Dich habe ich als erstes verprügelt. You're an unbreakable resolve. Grounded determination and perseverance has granted you this triumph. Well done, you're an achievement. Keep a cool head in the face of absolute chaos has served you well. What an electrifying adventure. Oh wow, Alter. Die sagen halt alle, was sie so in die Richtung gehen. You've really lived up to your potential. You did it. Way to go. Quick thinking and quicker reflexes always light the way to your victory. A breathtaking performance. And any doubt your skill have been completely scattered to the wind. Ich finde es halt relativ cool. Ich würde es schön finden, wenn man die auch nochmal irgendwie herausfordern könnte oder sowas in die Richtung. Dass man nochmal gegen auch die letzten zwei kämpfen könnte. Oder dass es so ein erweitertes Ding einfach geben würde, dass wir dann nochmal irgendwie gegen die Dudes dann kämpfen können, um noch mehr Items zu kriegen und so weiter und so fort. Aber das gibt es leider nicht. So, das soll also jetzt hier auch der Ding sein. Also es hat Credits, wir sehen wir nochmal Victory, Stage Cleared, 4 von 1, Gems Collected 233. Wir haben eine Total Time von unter 30 Minuten, was ich prinzipiell sehr, sehr gut finde, weil 30 Minuten sind schon ziemlich nice, muss ich sagen. Excuse me, are you okay? Das ist der gute Zack, Leute. We're not sure what happened, but this section is closed for cleaning. Don't worry, some of these old artifacts still have a lot of magic in them, and these things happen from time to time. The rest of the exhibit is still open, so please feel free to continue your trip. We're not sure what happened in the section for cleaning. Ah, okay, er sagt einfach nochmal dasselbe. Und da hinten sehen wir schon unseren Chaos-Ding. Hier ist unsere Zeit, die wir drin waren. Hier ist der Cloak, den wir benutzt haben. Oh, das ist halt so cool. The Cloak of Legend. Ich finde es halt einfach so stark. Dann haben wir hier unsere Spells, die wir benutzt haben, unser Standard-Relic, das wir dabei hatten. Was sagt ihr denn hier? I wonder if there was some special reason for choosing these Arcana. Ja, das war ein ziemlicher special reason. Ich muss wirklich sagen, dass mit dieser Combo, wir haben halt immer noch nicht alle Gegner gefunden. Merchants und Dinge gefunden. Oder das sind tatsächlich nur die wir benutzt haben, gell? Vielleicht hätten wir die anderen auch einfach benutzen sollen. Hier sehen wir diese zusätzlichen Relics, die wir noch bekommen haben während unserer Reise. Und hier unsere Items, die wir alle noch getragen haben. Ich muss wirklich sagen, dass das Cursed Blade hier mir wahrscheinlich schon für meine Ding Arcana geholfen hat. Aber auch die Batterie, wie auch dieser zusätzliche Feuerschaden, der immer wieder rausgekommen ist. Was sagst du denn, Lisa? I feel like there was a deeper meaning to the existence of these pieces. Almost like the piece of history was lost here. Ja, das piece of history, das hier verloren ging, bin ich. So, da sind wir, der Wizard of Legend, zwischen den ganzen Helden hier. Wir haben hier drüben, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, hier ist, das ist wieder dieselbe Anordnung. Hier ist der Waldfuzzi, Eis, Elektrikdame, Thunder-Typ, Feuer und Wind. Gut, jetzt lass uns nochmal wieder zurückgehen. Wir müssen noch ganz kurz hier unsere Gems ausgeben. Das soll es aber gewesen sein hier mit einer weiteren Folge von Wizards of Legends. Lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von diesem Spiel haltet und was ihr davon halten würdet, wenn wir mal noch ein paar andere Runs machen. Das heißt also ein bisschen schwierigere Runs vielleicht, wo wir nicht so viel Leben wieder zurückkriegen. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen die beste Möglichkeit, auch für Leute, die jetzt nicht so gut sind wie ich hier in dem Game. Andersrum, die, okay, das klang jetzt gerade ein bisschen falsch, als ich sagen wollte, die nicht so gut sind in dem Game, wie zum Beispiel auch ich. Ich bin auch nicht so gut in diesem Game. Dass man hier wirklich auch mal was schaffen kann und dann die ersten Chaos-Dinger kriegt. Ich glaube, wir gucken doch nochmal ganz kurz ins Spiel rein, einfach um euch das Chaos-Ding zu zeigen, weil das ist tatsächlich mit der Dash, der auch meistens empfohlen wird, den man auch spielen sollte, denn dieser Chaos-Dash ist was komplett anderes. Sonst immer dasht man ja wirklich vorwärts und macht dann halt irgendwas und hiermit, oh nein, das ist der falsche Dash, no. Oh, das ist natürlich sad. Ja, okay, never mind. Das ist der falsche Dash. Es gibt noch einen anderen Dash, der euch teleportieren lässt. Das bedeutet also, ihr dasht dann nicht, sondern ihr teleportiert euch vorwärts. Und das ist einfach eine super wichtige Sache, Leute. Denn eine Teleportation ist einfach so viel stärker als ein normaler Dash, wie ich finde. Weil ihr dann halt auch durch Angriffe und sowas durchdashen könnt. Das ist immer so ein bisschen mein Fehler, den ich begehe. Denn gefühlt
mache ich das halt immer aus reiner, das erinnert mich halt immer so an Dead Cells oder sowas in die Richtung, dann mache ich das halt so, hey, du kannst durch verschiedene Angriffe oder sowas durchdodgen, das geht hier halt einfach nicht. Du dashst hier und das heißt, also, du bewegst dich nur nach vorne und wenn da ein Angriff ist, dann bewegst du dich in den Angriff rein. Und das ist eine ziemlich uncoole Sache, deswegen... hier einfach mal ein bisschen die Chaos Trials öfters machen, einfach mal versuchen, da diesen Dash rauszukriegen und dann ist das Ganze sogar noch ein bisschen stabiler. So, das soll es aber jetzt gewesen sein, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Es würde mich auch freuen, wenn ihr gerne eure Meinung da lasst, ob wir noch ein bisschen mehr Wizard of Legend spielen sollen. Ob ihr vielleicht noch andere Builds habt, die wir mal spielen sollten oder sowas. Und wenn ihr es selber testen wollt, ihr seht hier nochmal ganz kurz die Start-Items, mit denen ihr eigentlich relativ gut hier durchkommt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Haut rein. Bis dann. Tschüss.